Während Hubschrauber über den Dächern Brüssels kreisen, verzeichnen die Ermittler am Boden offenbar erste Fortschritte. Belgische Medien berichten jetzt, die Männer des veröffentlichten Fahndungsfotos seien identifiziert. Das Foto der drei Verdächtigen wurde am Flughafen aufgenommen. Zwei von ihnen haben mit großer Wahrscheinlichkeit Selbstmordattentate verübt. Nach dem dritten mit der hellen Jacke wird aktiv gefahndet. Seit längerem werde nach ihm gesucht, so eine belgische Zeitung heute. Er soll den Sprengsatz deponiert haben, der später nicht zündete. Bei den vermutlichen Selbstmordattentätern handelt es sich offenbar um zwei Brüder. Unter falscher Identität hatten sie eine Wohnung in Brüssel angemietet, die erst letzte Woche von der Polizei gestürmt wurde. Angeblich standen sie auch in Kontakt zu Salah Abdeslam. Ein weiteres Indiz für die Vermutung, die Anschläge seien eine Reaktion auf dessen Verhaftung. Der Islamische Staat hat sich zu den Anschlägen bekannt. Das muss noch bestätigt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir also noch keine konkrete Verbindung zu den Anschlägen von Paris herstellen. Die Identität der Verdächtigen aber legt eine Beziehung nahe. Das Fahndungsfoto liefert zudem die Grundlage für einen weiteren Verdacht. Die Brüder tragen an der jeweils linken Hand einen Handschuh. Experten vermuten dort Zünder für Sprengstoffgürtel. Doch auch die Hausdurchsuchungen der letzten Nacht liefern zunächst keine Festnahmen. Der Hinweis des Taxifahrers, der die vermutlichen Attentäter zum Flughafen brachte, führt die Ermittler zu einer Wohnung. Sprengstoff, IS-Fahnen und Chemikalien werden gefunden. Es ist offenbar der Ort, an dem die Anschläge geplant wurden. Wenn die bisherigen Annahmen zutreffen, ist der dritte Mann aus der Flughafenhalle hier rechts im Bild nach wie vor auf der Flucht. Wie Abdeslam nach Paris, monatelang konnte der sich mitten in Brüssel versteckt halten. Viele befürchten deshalb jetzt, dass sich am Ausnahmezustand erstmal nichts ändern wird.